So, willkommen wieder zu meinem Video, mein Rad und ich, und es geht wieder um mich bzw. um euch, um unsere Trainingspläne, wie wir die richtig erstellen. Also, wir sind schon ein paar Sachen durchgegangen, wir sind jetzt im dritten Teil und zwar Leistungszonen berechnen. Am einfachsten ist es natürlich mit einem Wattmesser, wo man einen FTP-Test macht, okay, dann haben wir natürlich nach Puls, geht auch, ist ein bisschen ungenau und man geht auch nach Gefühl, man kann nach Gefühl fahren, sehr ungenau, sehr individuell, ja, kann man aber trotzdem mit trainieren. Und zwar früher haben ganz viele Leistungssportler ja nur damit trainiert, bis langsam die Techniker mit Puls und natürlich heutiger Stand mit dem Wattmesser. Das heißt aber nicht, dass früher die Sportler viel schlechter waren als die heutigen. Ja, so, okay, gehen wir mal ganz kurz zum FTP-Test. Und zwar, es gibt einmal den 20-Minuten-Test, wo ihr euch 20 Minuten mindestens verausgaben müsst. Würde ich für einen Anfänger oder einen mittleren Sportlerbereich nicht unbedingt empfehlen, weil er meistens zu schwach ausfallen wird. Man hält die Leistung nicht so lange durch, man haut viel zu früh eventuell schon voll in Power rein, hinten fehlt die Leistung. Es ist ein bisschen schwierig, diese 20 Minuten wirklich mal so konstant und vernünftig durchzufahren, dass man eine gewisse Leistung da sehen kann. Ja? Deswegen sage ich ganz klar, die 20 Minuten ist für einen erfahrenen Sportler was ganz Gutes. Ich persönlich mache immer noch gerne die FTP-Tests im Stufentest. Dauert 10, 15 Minuten insgesamt und man ist nicht komplett danach kaputt. Man kann danach noch eine Einheit fahren, sogar nach so einem Test. Und am nächsten Tag kann man ganz normal weiter auch trainieren. Das waren halt schnelle Ergebnisse, die recht ziemlich nah an euren wirklichen, echten Ergebnissen dran sind. Deswegen empfehle ich euch auf jeden Fall einen Stufentest. Beim Puls, ja, es gibt da eine Sache, da kann man, muss man 30 Minuten sich voll verausgaben und dann kann man dann den maximalen Puls irgendwo ermitteln. Ganz ehrlich, ja genau, ist schon heftig. Ne? Man sagt dann Berg hoch am besten 30 Minuten und Power, Power, Power. Und dann, wenn man diesen maximalen Wert irgendwo dann halt ermittelt hat oder gehabt hat, dann weiß man, was das Maximale ist. Ja, der einfachere Bereich ist, geht bitte ins Internet, da gibt es Rechner für. Ihr gebt euren Maximalpuls, ihr gebt euer Alter ein und dann wird automatisch schon euer Puls ungefähr berechnet. Ob der jetzt zu 100% stimmt oder nicht, Leute, ist mal ganz im Ernst. Ob der 4 Punkte mehr oder 4 Punkte weniger hat, das wird den Braten nicht so extrem fett machen. Wir brauchen einfach nur Bereiche, wo wir merken, wo wir uns verbessern, wo wir uns nicht verbessern. Okay? Also dementsprechend, ja, kann man dementsprechend auch ganz gut mit einer Formel da arbeiten. Ja, und nach Gefühl sieht es ganz einfach so aus, gerade für den Bereich, wo wir angesprochen haben, Lit- und Hit-Bereich. Es geht um eure Atmung. Okay? Und zwar, wenn man nach Gefühl fährt, ist der Lit-Bereich der Bereich, wo man ein bisschen schwitzt, sich aber noch unterhalten kann. Welcher Bereich das definitiv nicht ist, ist zwar der, wo man, ja, gestern, keine Ahnung, Leute, das ist nicht Lit. Das ist irgendwo dazwischen, aber nicht Lit. Hört auf mit diesem Training, wo man sich nicht unterhalten kann. Dann ist es was anderes, aber nicht Lit. Ihr müsst euch unterhalten können, okay? Klar, es muss Sport sein, aber man muss wirklich auch einen Dialog halten. Das ist ein Lit-Bereich, alles schön und gut. Ne? Und natürlich dann der Maximalbereich ist, wo man einfach nicht mehr kann. Das ist der Maximalbereich. So kann man die Sachen ja einstufen, okay? Und damit wir wirklich auch Trainingspläne ja machen, was wir ja machen wollen, müssen wir ja irgendwelche Stufen uns einbauen, ne? Und dementsprechend Werte haben, auf die wir zugreifen können. Das heißt, entweder wir haben den FTP-Test gemacht, wir haben unseren Puls ermittelt oder nach Gefühl. So können wir eigentlich nur unsere persönlichen Werte ermitteln und unseren persönlichen Trainingsplan machen. So, ich gehe davon aus, das war erstmal genug. Ihr wisst ja, wie ein FTP-Test gemacht wird. Wenn nicht, schreibt einfach bitte mal in die Kommentare rein. Dann werde ich nochmal ein separates Video dazu machen. Ansonsten, ja, sehen wir uns im nächsten Video. Nicht vergessen, abonnieren und einfach mal auf die Playlist drücken. Dann wisst ihr noch, was ich sonst noch so für Videos gemacht habe. Ich hoffe, das gefällt euch und ja, empfehlt mich weiter. Bis zum nächsten Video. Ciao.